Medien herstellen und gießen ist ein wichtiger Bestandteil bei der Arbeit mit Bakterien. Denn in diesen Medien wachsen die Bakterien. Für dieses Wachstum müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Zum einen müssen Temperatur- und Sauerstoffbedingungen stimmen und auch alle notwendigen Stoffe, die das Bakterium zum Wachsen benötigt, müssen vorhanden sein. Eine Lösung, die diese Nährstoffe enthält, wird Kulturmedium oder auch Nährmedium genannt. Generell muss in diesen Lösungen Stickstoff, Kohlenstoff, relevante Mineralstoffe und teilweise auch bestimmte Vitamine enthalten sein. Die Kulturmedien können auf verschiedene Art und Weisen unterschieden werden. Zum einen wird zwischen Komplexmedium und definiertem Medium unterschieden. Bei einem Komplexmedium ist die genaue Zusammensetzung und Konzentration der einzelnen Komponenten nicht bekannt. Ein Beispiel dafür sind Medien, die Hefeextrakt oder Pepton enthalten. Diese werden beispielsweise eingesetzt für den Aufbau von Biomasse. Bei einem definierten Medium ist die genaue Zusammensetzung sowie die Konzentration der Komponenten bekannt. Hierfür werden gereinigte chemische Substanzen verwendet. Eingesetzt wird dieses Medium zum Beispiel für Stoffwechseltests. Medien können auch in Voll- und Minimalmedium eingeteilt werden. Ein Vollmedium enthält alle essentiellen Nährstoffe, die das Bakterium zum Wachsen braucht, plus weitere Substanzen. Durch diese zusätzlichen Stoffe kann es für viele verschiedene Bakterien eingesetzt werden. Ein Vollmedium ist meist auch ein Komplexmedium. Ein Minimalmedium dagegen enthält nur die für das Wachstum essentiellen Nährstoffe eines Bakteriums. Diese notwendigen Substanzen unterscheiden sich von Bakterium zu Bakterium und daher kann dieses Medium immer nur für ein bestimmtes Bakterium eingesetzt werden. Bei dem Minimalmedium handelt es sich daher um ein definiertes Medium, da die Zusammensetzung und auch die Konzentrationen der einzelnen Stoffe bekannt sind. Natürlich können Medien auch noch anhand ihres Aggregatzustandes unterschieden werden. Es gibt sowohl flüssige als auch feste Medien. Als Verfestigungsmittel kann beispielsweise Agar-Agar eingesetzt werden. Flüssigmedien werden meistens für die Anreicherung von Bakterien und Festmedien für die Isolierung von Bakterien verwendet. In diesem Video wird zur Demonstration ein LB-Agar-Medium hergestellt, welches das am häufigsten verwendete Medium für Bakterien ist. Dieses ist, wie der Name schon verrät, ein Festmedium und zählt zu den Komplexmedien und damit auch zu den Vollmedien. Das LB-Medium enthält Trypton oder Pepton, Hefeextrakt, Natriumchlorid und Wasser. Mit NaOH wird der pH-Wert der Lösung eingestellt und durch den Zusatz von Agar-Agar verfestigt sich das flüssige Medium. Für die Herstellung müssen zunächst alle notwendigen Substanzen eingewogen und in Wasser gelöst werden. Die dadurch hergestellte Lösung wird anschließend autoklaviert. Das dient dazu, die Lösung zu sterilisieren und ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Medien. Bei Medien, die im Anschluss verfestigt werden sollen, dient es auch dazu, das hinzugefügte Agar-Agar zu lösen. Im dritten Schritt wird die Lösung in einem Wasserbad abgekühlt, und zwar auf 60 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur ist die Lösung mit dem Agar-Agar noch flüssig. Im nächsten Schritt können noch weitere Zusätze zu dem flüssigen Medium hinzugefügt werden. Das können zum Beispiel verschiedene Antibiotika sein. Die Zusätze werden erst nach dem Autoklavieren hinzugegeben, da sie die hohen Temperaturen nicht überstehen. Danach wird das Medium in Petrischalen gegossen und aushärten gelassen. Wie das LB-Agar-Medium in der Praxis hergestellt wird, ist im Folgenden zu sehen.